Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch gut. Und falls nicht, wünsche ich euch von Herzen schnell und gute Besserung. Wow, trotz dass ich jetzt schon längere Zeit kein Video gedreht habe, ging mir der Anfangstext doch ganz gut von den Lippen. Es tut mir auch leid, dass ich vorher keine Zeit gefunden habe. Ich denke, es pendelt sich jetzt wieder so ein, so langsam, dass ich mehr Zeit habe, weil bei uns ist wirklich im Frühjahr bis zum Sommer, also Mai, Juni, Juli, ist immer viel, viel mit Terminen und Geburtstagen und Feiern und ach. Aber jetzt haben wir ein bisschen mehr Ruhe und ihr seht schon, ja, ich habe mein schönes, wo habe ich mir das geholt? Habe ich euch letztens gezeigt, im DM, glaube ich? Ich glaube im DM. So ein schönes Flauschi-Band und immer wenn ich das jetzt trage, passiert was im Gesicht, maskentechnisch. So. Ja, ich sitze jetzt hier nicht im Badezimmer, ist das im Stehen, ist das immer blöd. Man wird ja auch nicht jünger, ne? Deshalb habe ich mir gedacht, mach's im Sitzen. Ich habe mir hier einen Spiegel vor der Nase und einen Kräutertee und einen Cappuccino. Also einen großen Pott Kräutertee und eine mittlere, normale Tasse Cappuccino. Ist sogar koffeinfreier Cappuccino, weil heute Morgen hatte ich schon anderthalb, also eine große, eine kleine Tasse. Ich stehe ja immer recht früh morgens auf. Und dann baller ich schon mal so ein paar Tassen Kaffee. Aber lecker. Ja, ihr Lieben, ich weiß noch nicht genau, wie ich das Video gestalte. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich euch... Aber da komme ich später zu, beziehungsweise in einem anderen Video. Ich bin vorgestern war ich im Rossmann. Ich hatte am 11. Mai, das ist ja jetzt auch schon fast einen Monat her, da hatte ich Geburtstag, ne? Und dann, meine Eltern waren über meinen Geburtstag im Urlaub. Und dann habe ich hinterher erst gefeiert, wo Johannes seinen Geburtstag hatte, Ende Mai. Am 29. Mai haben wir dann zusammen gefeiert, also mein Sohn und ich. Und dann habe ich quasi erst meine Geschenke so bekommen, ne? Vorher hatte ich auch schon ein bisschen Geld, ein bisschen Gutschein. Und ein paar Sachen wollte ich euch gleich noch zeigen, während die Peel-Off-Maske einwirkt. Ja, es wird ein längeres Video, aber die meisten hier auf meinem Kanal lieben diese langen Videos. Es gibt auf YouTube, Instagram, TikTok, gibt es überall diese Sekundenvideos. Das ist nicht ganz so meins. Ich probiere mich manchmal da aus, aber ich bin eher die Tante hier auf YouTube. Jetzt schon 10 Jahre bin ich hier oder fast. Also ich habe 2012 angefangen, im Juni irgendwann. Also quasi habe ich hier mein 10-jähriges dieses Jahr. Wahnsinn. Aber ich bin immer noch guter Dinge und freue mich. Und ihr kennt mich, also ich drehe gerne lange Videos. Ich habe hier so eine Schüssel. Und den habe ich mir mal, For Your Beauty ist Rossmann, glaube ich, ne? So ein Maskenpinsel, so ein Gummipinsel. Ich weiß nicht, ob ich es mit den Händen mache oder mit dem Gummipinsel. Ja, ich bin vorgestern im Rossmann unterwegs gewesen und habe viele lila Produkte. Also ich habe jetzt, ich hatte mal eine Reihe, 10 orangefarbene Produkte unter 5 Euro oder unter 1 Euro. Ich bin so ein bisschen die Farbrange durchgegangen und jetzt starte ich einfach nochmal. Allerdings etwas anders. Mein Hauptaugenmerk lag auf der Farbe Lila oder Violett, je nachdem, ne? Ist meine Lieblingsfarbe und ich habe mir keine Anzahl vorgegeben. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich gehe nach dem Rossmann und kaufe mir 10 Produkte überwiegend in der Farbe Lila. Nein, einfach so. Also ich glaube, es sind 7 geworden und die probieren, können wir fast alle ausprobieren, wirklich. So, ich fange jetzt an, wenn ich euch jetzt alle schon zeige... Aber ich zeige euch auch während der Einwirkzeit Geburtstagsgeschenke. Ich zeige es euch. Also, es geht um diese alles Rossmann-Produkte. Selfie Project, eine reinigende Neon-Peel-Off-Maske. Hier mit diesem Einhorn. Da bin ich schon gespannt drauf, weil Peel-Off-Masken waren in der letzten Zeit, wenn ich welche gemacht habe, immer recht schmerzhaft. Jetzt juckt die Nase, ich bin Heuschnupfen geplagt. Und... Entschuldigt bitte, aber die Heuschnupfen, also ich bin gegen Gräserpollen allergisch und dieses Jahr ist es ganz schlimm. Ja, ich habe schon Tabletten eingeworfen, aber irgendwie ist es dieses Jahr schlimmer. So, ich mache erst diese Maske in der Farbe Lila. Ich habe auch keine Preisvorgabe, also ist alles, aber ich glaube, das teuerste Produkt kostet 7 Euro, 6 Euro irgendwas. Also ist alles unter 10 Euro. Dann möchte ich diese von Yuti, die Eyepad, also die Augenpads in der Farbe Lila machen. Ich hatte schon welche in Rot. Ich habe letztens auch welche verschenkt.
die waren auch alle begeistert. Und das sind jetzt welche mit Peptiden, mit Hyaluron und Vitamin A. Die folgen dann danach. Dann, die wirken dann, oh, das ist wieder mal ein langes Video, vielleicht, naja, mal gucken, vielleicht spule ich dann doch mal kurz vor. Wir werden sehen. Danach, in der Farbe Lila, entdeckt, da gab es sogar einen Tester und den habe ich ausprobiert. Das ist von der Marke Jean and Len, ohne Gedöns, da habe ich euch, früher habe ich mehrere Produkte davon gekauft, auch Haarprodukte war ich immer angetan von. Und es gibt diese Tagescreme. Das ist speziell, ja, Farbe Lila. Also die Creme ist nicht lila, die ist auch leicht roséfarben, aber halt lila, ne? Es muss nicht das Produkt lila farben sein, sondern die Verpackung kann auch lila sein. Das ist eine glättende bei ersten Fältchen. Ja, ich würde sagen, ich habe da so ein paar kleine Fältchen, aber ich finde für Ü40 habe ich mich noch ganz gut gehalten. So, das ist eine pflegende Tagescreme mit Q10, ist ja gut gegen Fältchen, mit Rose und Hyaluron. Pflegt und regeneriert, ist sogar vegan. Da kommen wir dann gleich zu, die werde ich mir dann auftragen. Ja, und ich zeige euch jetzt schon ein Produkt. Und zwar, oder machen wir das gleich? Ne, das kann ich euch jetzt schon zeigen. Meine Nägel sind im Moment ein Graus. Ich hatte mit Mikrozell versucht, eine Kur zu machen, habe ich euch kurz erwähnt, aber meine Nägel sind so trocken im Moment. Selbst Mikrozell bringt da nichts, wenn ich euch das mal da so reinhalte. Guckt mal auf meine Nagelspitzen. Seht ihr das? Es blättert. Hier, ganz schlimm. Und ich weiß auch nicht, ganz schlimm. Aber ich habe trotzdem, ich habe geguckt, ich habe mir schon lange, lange keinen richtigen Lack mehr gekauft. Von Catrice schon Ewigkeit nicht mehr. Ist ein veganer Nagellack. Die haben ja alle, hier kann man ja da die Kappe abnehmen und dann, ja, das ist halt so ein Changierender, was heißt Changierend, so, ja, wie Perlmuttmäßig, ne? Das ist eine Schicht, also das ist dann noch nichts Deckendes, aber im Moment, gerade wenn man so kaputte Nägel hat, finde ich solche Nagellacke einen Ticken besser, weil da fällt das vielleicht nicht ganz so schnell auf, wenn dann mal was abblättert. So, das ist halt so ein leicht schöner lila Ton und der so, ja, ich denke für deckend braucht man auf jeden Fall noch eine Schicht. Aber ich finde die Farbe sehr schön. Das ist die Nummer 700, nein, die Nummer 71, Icanda Lilac Hue, die Nummer 71, 10,5 ml. Sehr schöne Farbe. Der Pinsel ist auch relativ breit, das bevorzuge ich, da ich auch jetzt relativ breites Nagelbett habe, wenn ich euch das mal so zeige. Ne? Ja. Lässt sich sehr schön auftragen mit dem Pinsel und war auch relativ schnell trocken. Also ich habe keinen Unterlack jetzt verwendet, einfach die Farbe drauf. Und ich finde, wenn dann mal was absplittert, fällt es nicht gleich so auf, wie wenn man sowas Deckendes hat. Ne? Ich habe im Moment, mache ich so eine Ölkur, weiß ich nicht, habe ich bei Amazon von irgendeiner Marke, wo ich jetzt nicht drauf komme. Da preisen viele so ein Öl an. Da soll man jeden Tag mehrmals, so morgens und abends versuchen, das Öl einzumassieren, damit die Nägel sich stärken und auch mehr Feucht. Ich denke, das ist ich brauche einfach mehr Feuchtigkeit. Hier, der ist mir eingerissen und da habe ich mich auch noch dann geschnitten mit dem Messer. Der ist ganz kurz, der Daumen. Also meine Nägel sind im Moment nicht so schön. Aber ein lila Produkt. So. Dann habe ich gleich vor, ich zeige euch jetzt erstmal alle, genau, dann habe ich mir bei Essence eine Nachpassung zum Thema Nägel. Ich mag ja solche so Sandblattfallen mäßig, ne? Man hat hier sogar eine Schutzhülle und dann die ist zum Kürzen und zum Formen. Ne? Also hier haben wir jetzt, das ist 2-in-1 Profi-Pfeile, Shorten and Shape. Und ja, hier auf der lila Seite steht Step 1. Also zum Kürzen, die ist auch zum Beispiel hier der Nagel, der ist mir auch gestern wieder, ich probiere das jetzt mal erstmalig aus. Eigentlich liebe ich ja die Pfeile von Ebelin ist das, ne? Aber ich finde, die ist glaube ich hier noch feiner, also die ist, ich glaube, das ist gar nicht mal verkehrt, diese Pfeile jetzt. Die andere ist, ja, ich finde die sehr, sehr für dünne Nägel gut geeignet. Es geht so ein bisschen, kann man sie kürzen, vorsichtig. Es ist nicht so ein Rubbel, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass meine Nägel darunter leiden würden. Ja, und
Step 2 ist hier zum Formen in Lila. Die fühlt sich auch jetzt nicht so rau an. Damit kann man dann noch ein bisschen die Form herrichten. Also ich finde die Pfeile gut. So der erste Eindruck ist das. Und mit der Hülle, das ist bei der anderen nicht. Von DM, von der Eigenmarke hier, von Ebelin. Aber hier habt ihr eine Schutzhülle. Das finde ich gut. Ab mit, damit in die Handtasche. So, jetzt hatte ich gerade Tee. Ich schwitze jetzt schon, aber der Cappuccino ist lecker. So, jetzt habe ich noch zwei Produkte. Und das ist ein bisschen dekorative Kosmetik. Bei Catrice in Lila. Die sieht ziemlich klein aus, aber die ist auch wesentlich kleiner von der Länge wie die normalen anderen Mascaren. Aber die hat ein Volumen von 11 Milliliter. Und das ist wirklich eine Ultra Black Extra Volumen, Länge und Curl. Und die war, ich meine unter, ich glaube 2,99 Euro. Ich blende euch die Preise ein. Jetzt gucken wir mal. Ich bin gespannt. Es ist ja manchmal wirklich so, nicht die teuersten Mascaren sind die besten. Aber riecht ganz normal. Wir haben hier so eine, ich würde sagen, keine Gummi, sondern eine schöne haarige, hier vorne spitz zu laufende Bürste. Ja, wir probieren das gleich aus. So zum Schluss dann, ne? Die Creme, das probiere ich alles aus. So, dann habe ich mir noch als letztes Produkt in der Farbe Lila von Rival Loves Me, das ist wohl auch eins der neueren Produkte, in der, ja, ein Color Splash Dip Eyeliner ist hier drin. Ist das denn auch lila? Ja, 02 Lilac. Wasserfester Dip Eyeliner im angesagten Neon-Look. Passt ja hier zum Thema Neon-Peel-Off-Maske. Es ist vegan, ist zugeklebt. Huch, schmeiß weg. Da muss ich mir gleich noch einen Pinsel dann besorgen. Ich weiß gar nicht, Dip Eyeliner, womit man das am besten... Jetzt zerreiße ich schon die Verpackung. Komm, ist egal. Aber wir haben auch im Deckel die Farbe Lila. Ein Dip Eyeliner. Steht auch nicht drauf. Oh ja, ich rieche nichts. Also das ist so eine Mousse, denke ich mal. Und dann geht man... Mit was für einem Pinsel denn? Ich probiere das gleich mal aus. Dip Eyeliner. Wasserfest. In meiner Lieblingsfarbe. Aber es ist so ein pastelliges Lila. Also ich hätte es mir einen Ticken dunkler gewünscht. Aber gut, wir werden mal gleich gucken, wie wir damit klarkommen. So, das ist jetzt so das, was ich mit euch vorhab. Wenn ich endlich mal das Döschen zugedreht bekomme. So, ist doch vielleicht mal ganz spannend. Also, ich würde sagen, wir starten mit dem lila Neon-Einhorn. Diese Neon-Maske übrigens ist, hinten steht drauf, trage die Maske gleich mit, die soll 20 bis 30 Minuten, dann ist die trocken und dann zieht man die ja ab. Ne? Das ist eine reinigende Peel-Off-Maske. Glow in Violet ist die Neon-Verbindung von beeindruckendem Glanz und effektiver Wirkung. Die Maske reinigt die Haut tiefgehend, befreit die Poren. Im Moment geht es. Ich habe natürlich auch ein paar vergrößerte Poren und ein paar Mitesser, hat ja jeder, aber mal schauen. Zusätzlich wird die Produktion von Talg verringert. Gereinigte und glatte Haut garantiert. Das wäre schön. Deine Haut wird es nicht erwarten können, auf einer Neon-Party zu erscheinen. Riz Hazel wirkt antibakteriell und entzündungshemmend. Es ist ein aktives Antioxidant, das die Bildung von Mitessern verhindert. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Grape-Extrakt ist hier drin, reguliert die Sebum-Produktion durch den Fruchtsäuregehalt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was Sebum ist. Das müsste man nachschlagen. Der hohe Anteil an Polyphenolen bekämpft freie Radikale und versorgt die Haut mit Feuchtigkeit. Diese Neonmasken sind frei von Substanzen, die schädlich für junge Haut sein können. Hört sich, liest sich irgendwie komisch. Also ich finde, ich bin ja jetzt nicht mehr die Jüngste, ne? Wahrscheinlich, ich hoffe nicht, meine etwas ältere Haut leidet jetzt darunter. Nein, ich denke mal einfach, es ist eine Reihe eher für jüngere Haut auch. Jüngere Haut, die Jüngeren unter euch, die wissen, wovon ich rede. Viele haben ja auch mit Akne und mit vermehrter Hautunreinheiten zu kämpfen. Und da ist diese Maske halt sehr gut für und es sind keine schädlichen Substanzen drin. Es wurden Pigmente mit kosmetischer Bestimmung verwendet. Die Masken wurden dermatologisch getestet, nicht an Tieren. Okay, das ist super. So, wir starten jetzt mal einfach. Ne? Hier ist so eine Perforation. Oh, ich reiße ab und da ist schon ordentlich lila.
Oh, oh, die riecht aber angenehm. Hätte ich nicht gedacht. Ich mache das jetzt wirklich mal eben hier, presse ich mir das rein und hoffe, dass mir das gelingt. Ich habe das Gefühl, hier ist wenig drin. Aber die Farbe ist cool. Aber ich denke, dass man muss ja aufpassen. Peel-off. Ich muss den Spiegel näher stellen. Ich muss aufpassen, dass ich meine Augenbrauen und meine Härchen nicht wieder einkleistere. Ne? Die letzte Peel-off-Maske liegt auch schon etwas zurück. So, jetzt habe ich alles rausgequetscht. Nimm mal hier so die Reste hier oben an der Kante und ihr seht, schön neonlila. So, ich gucke jetzt, ich kann euch mal näher ranzoomen. So, und ich gucke hier in den Spiegel, müsste klappen. So, oh ja, sehr schön. Und das war's, hier, das ist alles. Aber es riecht angenehm. Soll ich den Pinsel nehmen? Jetzt nehme ich den Finger. Schlabber, schlabber. Hör mal auf zu schlabbern. Ey, das ist ja schlimmer wie Eidotter. Ich glaube, ich muss einen Pinsel nehmen gleich. Aber hier ist so die Partie, wo ich vergrößerte Poren habe. Und ich versuche das mal mit dem Pinsel hier. Also mit diesen Masken kann man überall kaufen. Oh ja, vielleicht ist das... Ja, aber man muss aufpassen. Also hier, ne, nicht so nah und zwischen Augenbraue und Haaransatz liegt bei mir nicht so viel Platz. Aber es muss ja auch nicht überall. Aber hier gerade die T-Zone, Nase und so, da hat man halt vermehrt die Hautunreinheiten. Am Kinn, ne, da habe ich auch schon mal leichte Entzündungen. Oder der Duft ist genial. Jetzt kann ich gleich wirklich bei so einer Neon-Party mitmachen. Aufpassen, ne? Haare und so. Hier ist meine Mutter mal. Ich habe bestimmt gleich ein Haar oder irgendwas dazwischen. Aber die riecht sensationell gut. Und da gab es auch noch aus der Neon-Reihe, meine ich, noch andere Versionen. Oh, oh, wo ist es hin? Auf der Hose und auf dem T-Shirt. Ja, toll. Gerade frisch angezogen. Also es ist sehr, ihr seht es, man muss vorsichtig sein beim Auftragen. Ich muss gleich mal gucken, dass ich das von meiner, ja, ich habe heute so eine Haus, wie sagt man, so eine Sporthose an. Weil heute passiert, glaube ich, nicht viel. Ja, ich habe leider auch Hüftprobleme. Ich bin ja viel gelaufen. Ihr wisst, wer mich halt schon länger verfolgt, der weiß, ich gehe ja regelmäßig joggen eigentlich. So, jetzt, und jetzt müssen wir mal eben gucken, dass ich das hier von meinem Shirt kriege. Ich glaube, es muss in eine Wäsche. Voll auf die Hose. Naja, vielleicht kann ich es gleich abziehen. Ist ja Peel-off. Ja, und jetzt habe ich wirklich, ja, richtig Hüftschmerzen, die so ins Bein runter strahlen. Beide Seiten. Aber die linke Hüfte ist mehr betroffen, habe ich so den Eindruck. Naja, machen wir auch mal hier ein bisschen. Und jetzt muss ich wirklich pausieren. Ich denke mal so, ich weiß nicht, beim Arzt, ich habe heute mal eine Schmerztablette genommen, weil ich auch mit einem, irgendwie mit einem steifen Nacken, also im Moment ist der Wurm drin. Irgendwie habe ich mir alles verlegen. Ja, manchmal ist das so. Du wachst auf und dann spürst du schon, oh, die Nacht war nicht so gut. Aber das Zeug riecht gut. Ja, jetzt denke ich mal, muss ich 2-3 Wochen Pause machen. Dadurch kann natürlich, das kann natürlich euch jetzt zugutekommen. Dann habe ich wahrscheinlich jetzt doch mal mehr Zeit für Videos, weil die Zeit, ich bin ja dann hinterher wirklich zwischen 10 und 14 Kilometer immer gejoggt. Und ich fahre ja zu einem See. Und ja, dann sind 2-2,5 Stunden weg, ne? Und die habe ich dann jetzt vielleicht dann auch mal, ja nicht vielleicht, die nutze ich dann mal jetzt mehr für Videos auch für euch, weil natürlich fehlt mir das, ne? Und ich weiß, ihr seid das eigentlich gewohnt, dass regelmäßig Videos kommen, ne? So, aber ich glaube, das war keine schlechte Idee mit dem Pinsel, weil das klebt hier, wo ich es mit dem Finger aufgetragen habe, das ist ein ganz komisches Gefühl. Und es ist, ja, oh, jetzt stellt sich gerade die Kaffeemaschine aus. Es wird laut. Es wird jetzt schon so bappig. Aber ich glaube, ich habe die Stellen ganz gut erreicht. Ich hätte hier noch vorsichtiger sein müssen. Man sollte so Peel-off-Masken nicht zu nah unterm Auge auftragen, weil die Haut ist da sehr dünn und könnte dann natürlich auch ein bisschen drunter leiden. Da habe ich jetzt nicht ganz... Also ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr. Kann ich das nochmal hier wegnehmen? Na. So.
Aber der Duft ist genial. Ich werde das gleich gut auswaschen, alles natürlich. Und dann, ja, wandert, glaube ich, heute auch meine Hose, mein T-Shirt in der Wäsche. Mal gucken. Ja, das ist jetzt so ein, ich habe jetzt ein Gefühl, so ein richtig erfrischendes Gefühl. Es ist sehr, sehr, der Duft ist sehr angenehm, so leicht süßlich, aber auch fruchtig. Und ich habe eine richtig kühlende, angenehme, also es brennt nichts, ist total angenehm und kühlend. Richtig schön kühlend, ja. Kann man nicht anders sagen. So, ja, das muss ja jetzt, ich guck mal auf die Uhr, okay. 20 Minuten, also ich merke das ja, da steht drauf, so lange im Gesicht lassen, nach 20 bis 30 Minuten ist es fest geworden und dann ziehe ich das gleich ab. Okay, aber ich habe auch schon lange kein Aufgebraucht-Video mehr gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch machen soll, weil die Produkte, manche liegen jetzt schon so lange zurück. Vielleicht starte ich einfach neu, mal gucken. Naja, so ihr Lieben, ich habe mir gedacht, jetzt zoome ich euch aber noch mal ein bisschen raus. Ich habe, es sieht gut aus. Oh, es könnte sein, dass gleich die Post klingelt. Naja, ich habe mir was bestellt und das soll heute ankommen. Aber manchmal kommt die Post auch später. Mal gucken. Ja, so, was können wir jetzt ausprobieren? Von den lila Produkten kann ich jetzt noch nichts. Aber ich zeige euch jetzt mal ein paar Geburtstagsgeschenke. Und zwar, hoppala, ist einmal so eine Bauchtasche, die hatte ich mir gewünscht bei Amazon, meine ich. Hatte ich so ein, da habe ich schon mal so eine Wunschzettelliste von Vollmar. Kenne jetzt die Marke nicht. Und das ist richtig schönes Leder. Und in so einem braunen Ton gehalten. Hier ist nochmal innen drin eine schmale Seitentasche. Da habe ich jetzt nichts drin. Hier ist mein Portemonnaie in der hinteren. Dann in der Mitte habe ich aktuell Taschentücher und einen Lippenpflegestift. Von Manuka den. Und hier vorne, da ist jetzt auch nichts drin, aber da packe ich immer da passt mein Handy rein. Und das sind, ja, und das benutze ich im Moment sehr oft. Das wird dann hier so, binde ich mir hier um, ne? Hier ist eine Schnalle. Und das ist super. Also wenn ich jetzt mal nicht mehr, wenn ich wirklich einkaufen fahre oder nur irgendwo alleine unterwegs bin, dann brauche ich nicht so eine große Handtasche. Und dann ist das super. Da habe ich alles drin und ich... Ja, das habe ich mir halt gewünscht und mein Bruder hat mir den Wunsch erfüllt. Vielen Dank nochmal. Seht ihr das überhaupt? Im Hintergrund da, Moment, ich drehe euch mal, da ist so eine Kugel, das sieht man jetzt leider nicht. Die ist, eigentlich ist die an, aber ich müsste es ganz dunkel machen. Das ist so eine Kugel mit Weißlicht oder mit Gelblicht. Und da ist ein Foto von uns, meine Schwester hat das bedrucken lassen, das ist ein 3D-Druck von Johannes, Olaf und mir, richtig toll geworden. Und dann hat sie mir zusätzlich noch, die steht aber im Flur, die kann man einstellen mit Fernbedienung, auch nochmal ein Foto von uns, von mir und Johannes. Und die leuchtet auch bunt und kann man so wechselfarben, das ist eine etwas kleinere Kugel und abends, das ist wirklich richtig, richtig toll. Also es gibt schon tolle Sachen, was man machen kann, das ist irgendwie so eine... Ich weiß nicht, was das ist. Kein Stein. Ich weiß es nicht. Ich habe auch nicht nachgefragt. Aber ich finde es ein schönes Geschenk, ne? Wenn man sowas bedrucken, also so Geschenke bedrucken lassen kann mit Fotos, ist immer eine schöne Sache. So, dann, da zeige ich euch den Umkarton, weil den habe ich schon benutzt. Der ist hier im Vorrat. Habe ich mir gewünscht und bekommen von meinen Eltern. Sweet, das ist ein von Bestron, ein Puffer-Tea-Maker. Das sind diese kleinen, also ist wirklich in diesem schönen Mintton, da ist ein An- und Ausschalter, mehr ist das nicht. Dann fettet man die etwas ein und dann werden das diese kleinen leckeren Puffertees. Es gibt verschiedene Rezepte, ich habe jetzt, da waren eine Gebrauchsanweisung mit Rezepten, zwei, drei Rezepte habt ihr dabei und ich habe das Hauptrezept genommen. Ich hatte letztens vor zwei Wochen, glaube ich, ist das schon her, meine Tanten hier zum Frühstücken und als Nachtisch habe ich Früchte gemacht, so einen Fruchtsalat. Und dann habe ich vorher den Teig gemacht, der wurde mit frischer Hefe hergestellt. Und dann habe ich, ja, so hat jeder ein Schälchen bekommen mit Obst. Und dann gab es frisch aus dem Puffer-Tea-Maker gab es dann die kleinen Küchlein dazu. Und das war wirklich sehr, sehr lecker und ist relativ schnell gemacht. Ja, die dreht man dann, die wird erst eine Seite. Und wenn ihr seht, dass oben der Teig nicht mehr so glänzend ist, sondern leicht trocken, dann dreht man die. Das ist wirklich, wirklich eine schöne Sache. Ist mal was anderes. Und es gibt verschiedene Rezepte. Man kann herzhafte Puffertees machen, süße Puffertees.
Da gibt es ja überall Chefkoch, ne? Überall gibt es Rezepte und ich wollte sowas gerne mal haben und so werde ich den jetzt mal ausprobieren. Aber das erste Mal ausprobieren war schon sehr, sehr gut. Ja, genau. So, jetzt muss ich mal gucken. Was haben wir? Oh, ja. Genau, dann habe ich noch, zeige ich euch jetzt, das habe ich auch bekommen, ja, ein Handtuch in meiner Lieblingsfarbe. Ach ja, aus Griechenland. Meine Eltern waren ja auf Kreta, Griechenland, und da haben sie mir dieses wunderschöne, weil ich habe meiner Mama gesagt, meine Küchenhandtücher, da sind teilweise, mein Mann und ich, wir hatten jetzt Hochzeitstag am 4.6., ist ja noch nicht so lange her, und wir sind jetzt seit, ich mag es kaum sagen, weil viele werden vielleicht denken, nie im Leben. Doch, wir sind jetzt seit 23 Jahren verheiratet. Wir haben 1999 geheiratet. Und wie komme ich da drauf? Ja, und dann habe ich auch teilweise, früher war das so, da hast du zur Hochzeit dir einen Tisch fertig gemacht mit Sachen und dann hast du gesagt, ich brauche Geschirrtücher, ne, wie das so ist. Ja, und da die Geschirrtücher gehen so langsam zu Neige, Löcher und so. Aber gut, nach 23 Jahren dürfen die auch mal kaputt gehen. Und dann habe ich neue bekommen. Eins aus Griechenland. Und die gab es wohl jetzt bei Tchibo, habe ich auch noch von meinen Eltern bekommen, Geschirrtücher in diesen wunderschönen Farben. Vielleicht gibt es sie sogar noch. Also im Moment, Tchibo hat ja immer mal wieder so tolle Sachen aus Bio-Baumwolle. Da haben wir hier so ein blaues, hier was mit, was ist das, Enten drauf und so ein hellgrünes. Freue ich mich sehr drüber. Wie gesagt, nach 23 Jahren braucht man auch mal. Ich habe immer noch so eine kühle Brise im Gesicht, aber ich merke, gerade hier, wo es ziemlich dünn, ja, es ist noch wappelig, klebrig, aber es fängt so langsam an, glaube ich, anzutrocknen. So, habe ich mich sehr gefreut. Dann, oh ja, die will ich, haben sie die? Ich meine, die hätten sie auch aus Kreta. Schaut mal, die sehen ja lustig aus, aber, oh ja, das sind so, Sesam ist da drumrum. Taste in Double, karamellisierte Peanuts, also Erdnüsse mit Sesam. Ich glaube, die kommen, ja, das scheint mir auch ein Produkt. Und die werde ich jetzt mal umfüllen. Ich will euch jetzt keinen vorkauen, weil da ist man länger mit beschäftigt. Aber die sehen mal lecker aus, oder? Vielen, vielen lieben Dank nochmal, liebe Mama, lieber Papa. Und dann haben sie mir aus Kreta mitgebracht und die riecht toll. Aphrodite, ich glaube, da haben sie mir schon mal was mitgebracht. Die waren nämlich schon mal auch in Griechenland. Mit Olivenöl. Das ist mit Avocado, Olivenöl, Avocado und mit Kamille. Das ist eine Körpercreme. Oh, die riecht gut. Und dann habe ich die auch gleich zum Geburtstag, als ich die Feier hatte hier mit Johannes zusammen, habe ich die ausprobiert. Und das ist, jetzt muss ich da auch was hinmachen. Pup. Hier. Die zieht gut ein, aber man spürt wirklich, es gibt Bodylotion, die ziehen gut ein. Und da denkst du dir, da ist nichts, da ist keine Pflege und nichts. Aber hier spürst du die Pflege und der Duft. Oh. Also das ist auch so ein Produkt, da werde ich sehr, sehr traurig sein, wenn es leer ist. Aber hier steht auch alles auf Griechisch. Made in Greece. Aphrodite. Ja, vielleicht kann man das aber auch hier in Deutschland erwerben. So große Pulle mit 200 ml. Und riecht unheimlich gut. Dann haben sie mir, ich habe dann noch, das wird euch jetzt nicht so interessieren, da kann man schön, wenn man jetzt Besuch hat, das habe ich auch, als meine Tanten hier waren, das ist so ein, ach komm, ich hole es mal eben. Moment! So, das hatte ich nämlich schon an meinem Herd, das ist so ein schöner, aus Olivenholz meine ich, ja, so eine schöne, so ein schönes Holzbrett und, für Käse, da hatte ich jetzt Weintrauben und zwei Stücke Käse, so Camembert drauf. Habe ich mich auch sehr, sehr gefreut. Das meine ich, war auch aus Griechenland. Und dann haben sie mir einen Mix vor, so einen Kräutermix hier für Salat mit so einem kleinen süßen Löffel. Ich weiß jetzt nicht genau, wo sie das her haben. Aber hinten ist die griechische Flagge, also auch aus Griechenland. Ja, Oregano, Karotten, Tomate. Werde ich jetzt die Tage mal ausprobieren und anrühren. Sehr, sehr lecker. So, dann, oh ja, das ist eine Hand von, da ist ein Esel drauf, weil Donkey Milk, also da ist Eselsmilch drin, 98,6 natürliche Inhaltsstoffe, eine Hand- und Bodycreme, nehme ich aber nur für die Hände. Ich habe es jetzt schon zweimal ausprobiert und bin sehr, sehr begeistert.
Ich weiß nicht, also das würde ich mir auch nachkaufen, wenn ich dran käme. Steht aber alles auf Griechisch. Aber, oh, die riecht gut. Die ist leicht gelb. Die riecht gut, die pflegt gut. Also Eselsmilch scheint eine feine Sache zu sein. Ich weiß nicht, was da noch drin ist. Aber ich werde traurig sein. Die ist wirklich hier. Warte mal. Made in Greece. Ja. Aber tolle Sache, Eselsmilch, Handcreme. So, ich glaube, nee, hier ist noch ein Schächtelchen. Ich habe dann noch von meinem Bruder, das habe ich im Schlafzimmer, aus Zirbenholz. Kennt ihr Zirbenholz? Das ist so ein Herz mit, da kann man eine Blume rein, also eine Holzblume mit Zirbenöl. Und das träufelt ihr auf die Blume und dann riecht es. Das soll auch den Schlaf fördern und einen beruhigen. Das ist ganz, ganz toll. Das habe ich jetzt schon im Schlafzimmer. Und das ist auch aus Zirbenholz. Das ist, ja, Zirbe. Da sind jetzt aber meine Ohrringe drin. Das sind Pierre Lang Ohrringe. Sind so ovale, die trage ich schon mal. Die hatte ich auch mal am Geburtstag an mit so Clipsen. Das waren Stecker, Ohrstecker. Die habe ich jetzt schon in meinem Ohrring, in meinem Ständer aus Zirbenholz. Und da ist die Blume des Lebens drauf gedruckt. Sehr, sehr schön. So, das ist leer. Und wie viel? Ja, so 5 Minuten wenigstens noch. Ja, hier ist schon angetrocknet. Ah, hier noch nicht. Okay. So, dann, ihr Lieben. Ja. Hatte ich mir das gewünscht tatsächlich? Ich habe ja gesagt, Mikrozell muss ich erstmal pausieren. Aber der Nagellackentferner von Mikrozell ist super. Und hier ist nochmal das Mikrozell, diese Kur, dieser Nagellack. Wenn es meine Nägel aber sich mal wieder erholt haben, werde ich das wieder benutzen. Auf jeden Fall. Das ist das Nail Repair Starter Kit. Das hatte ich mir auch gewünscht. Und das werde ich auf jeden Fall auch, wenn dann die Zeit da ist, benutzen. Dann eine super schöne Tasse für die beste Schwester der Welt von Ann-Christine. Hat sie hier drauf geschrieben. Vielen, vielen Dank, liebe Schwester. Meine Schwester ist meine kleine Schwester. Ich bin ja die Älteste von drei. Also mein Bruder kommt nach mir, der ist 3 Jahre jünger. Und dann kommt meine Schwester, die ist 7 Jahre jünger. Und die hat mir so einen, wie nennt man, Aluminiumtopf. Da steht Lieblingsschwester. Hier steht Lieblings. Ja, den werde ich jetzt waschen und dann daraus meinen Kaffee trinken. Sehr, sehr schön und vielen lieben Dank, Schwester, Herz. Ich habe dich auch ganz so lieb. So, ach, und dann habe ich von meinen Eltern auch aus Griechenland, auch von dieser Marke, wo ich die Bodylotion habe, eine Seife. Ja, und die riecht auch so gut mit Sage. Ist das Salz? Ne, ich glaube Lavendel und Limone. Ja, die riecht so richtig schön nach Natur. Und da seht ihr die Lavendelstücke, glaube ich. Ja, hier ist irgendwas auf Griechisch. Ich kann leider kein Griechisch. Olivenöl Soap. Ach so, made in Greece, excellent quality. Ja, ich denke, zum Pinselreinigen ist mir die zu schade. Ich habe ja auch Seife zum Pinselreinigen. Ist auch eine Gebrauchsanweisung mit bei. Ich werde es mal im Gesicht ausprobieren. Ansonsten für den Körper kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Da habe ich mich auch sehr gefreut. Dann habe ich hier noch kleine Liebeserklärungen für jeden Tag. Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Das kennt ihr bestimmt hier mit dem Hasen. Ja, da gibt es ja allerhand von. Johannes hat davon auch ein Buch. Das sind so 50 Karten. Da ziehen wir jetzt mal eine. Das sind einfach 50 kleine Liebeserklärungen, die dir jeden Tag sagen sollen, wie gerne ich dich mag und wie schön es ist, dass es dich gibt. Ich mag ja solche Kartenspielereien. Finde ich ja immer großartig. So, dann, die sind verschieden. Also hier haben wir immer so ein Bild und einen Text. Und von hinten sind die verschiedenartig bedruckt. Seht ihr das? Ich mische mal durch die 50 Karten. Und ihr ruft jetzt irgendwann mal, also ich mische so, ne, mit dem Deck nach oben. Und irgendwann sagen wir Stopp. Schließe die Augen und die oberste Karte ist es dann. Ich schiebe die auch mal gerne hier so ineinander. Stopp! Diese Karte wird es sein mit einem Schmetterling. Für uns alle jetzt. Hätte ich einen Wunsch frei, wärst du jetzt bei mir. Ist das nicht schön? Guck mal. Ja. Ups!
sexy. Da haben wahrscheinlich ganz viele jetzt an ihre liebsten Menschen gedacht oder auch vielleicht an Menschen, die nicht mehr unter uns weilen. Da gibt es auch ein paar, ja, aber sehr, sehr schön. Also ich mache sowas gerne. Es gibt wirklich schöne, schöne Karten, Decks, die einen aufbauen, ermuntern, so Affirmationskarten. Vielen, vielen lieben Dank, Schwesterherz. So, und jetzt kommt noch, ja, das ist wirklich Gusti-Leder, also Ziegenleder. Ich weiß, der eine oder, also da war, das Geschenk war auch hier in der Tasche, hatte ich mir aber auch gewünscht. Auf meiner Wunschzettelliste stand das. Ich wollte schon immer mal so eine Tasche haben in so einem schönen braunen Leder. Und das wird jetzt meine neue sein. Ich habe die noch nicht gefüllt. Ziegenleder, ich weiß, nicht jeder ist für echtes Leder. Muss jeder selber für sich entscheiden. Mir macht es jetzt nichts aus. Genau, aber diese Tasche ist jetzt aus Ziegenleder, ist ein schönes Braun. Ist so eine mittlere Größe, ne? Die kann man dann halt sich hier... Also das mache ich gerne, um die... ich werde es natürlich noch ein bisschen kleiner, weil es ein bisschen lang. Kann man hier schön einstellen. Und von innen, also erstmal hier vorne haben wir noch eine Reißverschlusstasche. Könnte ich mal öffnen. Ich werde die auch gleich befüllen. Aber ich wollte jetzt, ja... Da haben wir jetzt ein großes Vorderfach und hier kann man dann so einen Druckknopf öffnen und hier, das ist mir wichtig, weil ich habe immer Angst, dass mir was geklaut wird. Mir ist immer wichtig, dass ich eine Handtasche habe, die auch zum, also wo ich nochmal einen Reißverschluss habe. Also es gibt ja Taschen, die haben keinen Reißverschluss, die haben nur so ein Ding hier und dann ist das aber offen. Das mag ich nicht. Da habe ich immer Angst, da könnte ja jemand reingreifen. Deshalb immer Reißverschluss und dann macht man das hier oben offen. Und dann habe ich hier, ja, es riecht jetzt halt noch so ein bisschen nach Leder, ne? Dann haben wir hier nochmal ein Reißverschlussfach und auf der anderen Seite auch für kleinere Sachen und ein ganz großes. Da kann man so richtig schön wühlen und ja, da habe ich mich sehr drüber gefreut, wirklich. Und die werde ich jetzt auch demnächst befüllen. Das wird dann so meine derzeitige Handtasche. Und wenn ich mal nur... die, wie gesagt, nicht viel brauche, dann nehme ich die, ne, die ich ja auch geschenkt bekommen habe. Das geht ja schnell. Da packst du mal eben Handy und Portemonnaie hier rein und dann bindest du es dir um. Ja, und das ist jetzt diese aus Ziegenleder Marke. Warte mal, hier hängt jetzt Gusti. Also hier steht drauf nochmal Gusti-Leder. Hier ist nochmal so ein Emblem. Nature, Attention. Also das kann wohl auch abfärben. Lieber Kunde, dieser Artikel besteht aus echtem Leder, das auf anderen Textilien abfärben und Spuren hinterlassen kann. Ich denke mal, wenn es nackt, also ja, muss man aufpassen. Ich hoffe natürlich nicht, aber ich mag's. So, ihr Lieben, jetzt habe ich euch meine Geburtstagsgeschenke noch nachträglich gezeigt. Oh, ist immer noch nicht ganz trocken an den Stellen, wo es... Aber es ist doch jetzt schon eine Weile rum, wa? Wartet mal. Also hier ist es fest. Hier färbt nichts ab. Auf der Nase geht es auch. Ja. Hier ist ein bisschen babselig. Also ich glaube hier, ich müsste vielleicht doch noch mal ein paar Minuten warten. Ja, ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause. Und für euch ist es ja nur ein Fingerschnips. So, so, ihr Lieben, ich bin wieder zurück. Und... die Post war noch nicht da. Es ist jetzt an eigentlich fast allen Stellen trocken. Aber ich denke, das reicht jetzt auch. Ich habe die jetzt eine halbe Stunde im Gesicht. Ich ziehe jetzt mal ab. Wo fange ich denn an? Also es ist immer, es kitzelt jetzt so langsam, gerade hier im Nasenbereich, weil das jetzt so fest wird. Aber es ist jetzt nicht unangenehm. Also ich hoffe einfach mal, dass, wo fange ich denn an? Hier außen. Ah, ich glaube, hier habe ich schon ein Haar mit eingepinselt. Ah, okay. Ich glaube, es wird nicht so einfach. Ich hole euch mal ran. Ziehen wir mal hier ab. Das wäre jetzt was für diese ASMR-Videos. Au! Seht ihr das da? Ja. Oh, da habe ich die Haare erwischt. Das geht nicht. Das tut weh, Nadine, das tut weh. Seht ihr das hier? Aua, aua, warum, warum? Oh, das war meine eigene Dummheit. Guckt euch das hier an, das zieht natürlich. Da müsst ihr aufpassen.
wirklich, dass die Haare, hier geht es, es lässt sich aber ganz gut abziehen. Schaut mal hier. Und hier müssen wir vielleicht ein bisschen die Haut festhalten, dass die Augenhaut hier nicht so strapaziert wird. Ich weiß nicht, ich mag den Duft. Ich rieche immer noch dieses Fruchtige. Hier ist es, habe ich ein bisschen mehr aufgetragen. Aber es geht. Okay, ganz vorsichtig. Also es gab schon mal schmerzhaftere. Hier seht ihr vielleicht, nicht im Mund. Hier ist sie noch, wie soll ich sagen, nicht flüssig, aber klebrig. Nur nicht ganz durchgetrocknet. Aber gut, wir machen mal so weiter, da wo es geht, hier, zack. Ja, aber ich kann mir vorstellen, durch das Abziehen, dass da jetzt auch so ein paar Poren, so ein paar Mitesser mit rausgekommen sind. So, hier seht ihr, das klebt, ist noch nicht trocken, aber ich, ja toll. Da stand irgendwas mit Micellen. Den Rest kann man mit Micellentüchern entfernen. Ich habe von Isana diese Reinigungstücher mit der Eule. Ich finde die nicht gut. Ich habe da leider damals 2 Pakete gekauft. Irgendwie mag ich diese Eulentücher nicht. Okay, ich glaube, ich sollte ins Badezimmer gehen und die Reste mal eben abwaschen. Ich glaube, das wäre besser. Bis gleich. So, ich bin zurück. Also ich hatte Probleme nur mit Seife und Wasser. Ich musste, ich habe ein Handtuch nass gemacht und das dann abgerieben. Also es ist, ich finde, meine Haut jetzt sieht nicht gereizt aus. Ich fühle mich wohl in meiner Haut. Man kann eh nie so viel sagen von einer Anwendung. Jetzt packen wir uns mal hier die Augenpads drunter. Bin ich mal gespannt. Die mache ich ja auch im Moment ganz gerne mal. Und nicht, bei den Augenpads ist es jetzt ein paar Mal schon, da kommt schon Flüssigkeit raus. Das ist schon ein paar Mal passiert, zum Beispiel, die habe ich weggeworfen. Da habe ich ganz vergessen, zum Beispiel in die Aufgebrauchtüte zu packen. Also die sind ganz gut durchtränkt. Man sieht das hier vielleicht. Die sind, die kleben jetzt, oh, die sind aber auch nass. Schön lila Farben. Ach, ich habe da hier einen Spiegel. Oh ja, das tut gut. Das tut gut. Also diese Augenpads ist ja auch immer so eine einmalige Geschichte. Ich denke mal, dass das für einen Moment, ich habe halt gemerkt, dass diese Augenpads, man sieht, boah, hier sieht man, wie viel da, oh, nee, das wandert bei mir jetzt auch sofort in den Mülleimer, aber der es jetzt hier gerade sieht, der weiß, wie schön lilafarben die sind und gut durchtränkt. Das ist ja auch schon mal schön, da ist also ordentlich Produkt dran. Drum und dran, aber ich habe auch das Gefühl, obwohl ich ja jetzt keine Creme, ich habe wirklich gerade mein Gesicht nochmal gereinigt, ich habe das Gefühl, die halten nicht so gut. Also wahrscheinlich ist das auch eher was für ruhig auf dem Sofa zu liegen. Und ich glaube, das werde ich jetzt auch mal eben tun. Das ist dann bei mir immer so ein Effekt, aber groß sind sie, ne? Für einen Moment, für so 3-4 Stunden und dann lässt es auch wieder nach. Also die Augenpartie sieht dann meistens geglättet aus, wirklich. Ne? Durch die Inhaltsstoffe und durch die Feuchtigkeit, denke ich mal. Ich versuche sowieso im Moment viel, viel zu trinken. Ich zoome euch nochmal raus. So. So, jetzt kann der Postbote klingeln. Nein, man muss wirklich, wenn man gerade auch Sport macht, viel Wasser trinken. Ne? Ich muss mich auch manchmal wirklich zwingen, weil ja, oft hast du keinen Durst. Aber auch wenn man keinen Durst hat, sollte man Wasser trinken. Weil meistens ist es ja so, wenn du Durst hast, dann sollte, ja, ist es schon zu spät eigentlich, nicht zu spät, aber man hätte vorher was machen können, ne? Ich trinke am liebsten stilles Wasser oder mit Medium so, wenig Blub, ja. Ja, ihr Lieben. Jetzt kommen wir gleich noch zur schönen Rosencreme. Ach ja, Mascara und ich muss mir noch irgendwie einen Pinsel irgendwas besorgen für den Dip Eyeliner. Oh mein Gott. Die 2 Produkte, beziehungsweise 3 Produkte werde ich gleich ausprobieren und ich... Ja, ich lasse das jetzt, was steht hier empfohlen, 20 bis 25 Minuten, okay, im Gesicht und dann sehen wir uns gleich wieder und gucken mal, ob die Fältchen weg sind. So, ihr Lieben, jetzt bin ich wieder zurück,
habe die jetzt gut 20 Minuten unter meinen Augen gelassen. Ich habe sogar gerade eine Runde gespült, also ich war jetzt nicht nur liegend auf dem Sofa, nein. Ich habe erst geglaubt, die halten nicht so gut, aber doch, irgendwie sind sie nicht verrutscht. Jetzt hole ich euch mal näher. Jetzt ziehen wir die mal ab und vielleicht haben wir hier auch den Effekt, wie bei fast allen Augenpads. Ja, erstmal sieht man, die Augenpartie ist noch leicht feucht, klar. Aber ich finde auch, so was ich jetzt sehe, die Augenpartie, da wo das Pad lag, ist jetzt gut mit Feuchtigkeit durchtränkt und wirkt dadurch einfach irgendwie gesünder und glatter. Ja, leider muss man die danach entfernen bzw. wegwerfen. Ist ja nur eine einmalige Geschichte. Aber ja, es ist noch ein bisschen klebrig. Aber es hat gut getan. Ich mache das so einmal die Woche fast, wenn ich dran denke. Wochenende gönne ich mir das dann mal und doch. Ich glaube, diese Augenpads von Rossmann, der Marke Juti, sind nicht verkehrt. Jetzt liegt hier gerade mein Handy. Ach so, ihr seht vielleicht, Moment, ich mache das mal eben hier nicht, dass wir gleich Rückkopplung haben. Ihr seht da am Rand, das ist die kleinere Kugel, die habe ich jetzt gerade aufgeladen mit Fernbedienung und da kann man dann verschiedene Lichter einstellen, Standlicht, Weißlicht, alles Mögliche und das wechselt jetzt gerade und finde ich auch sehr, sehr schön. Ja. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir auf das nächste lila Produkt von Jean & Len, die glättende Tagespflege mit Probiotikwirkstoff und Rose. Und wenn man so guckt, die ist halt auch leicht hellrosa, ne? So, und die tut mir bestimmt jetzt gut. Es ist nicht so viel, nicht so viel drin. Ich verwende jetzt auch erstmal nicht ganz so viel, obwohl das war schon... Also der Rosenduft kommt durch, definitiv. Aber es ist jetzt... also ich hatte schon mal Cremes, die haben noch doller nach Rose geduftet. Und das hier ist auch wirklich ein schöner, natürlicher Duft. Ja, also man spürt die Pflege, das ist jetzt eine Creme, da würde ich jetzt vielleicht doch mal so 5 Minuten jetzt warten, bis die eingezogen ist, bevor ich jetzt mit Puder oder Make-up weitermache. Aber ich mag die. Für jetzt für eine Tage oder für abends auch. Hier steht zwar Tagescreme drauf, ja. Ich zeige euch nochmal die Tube. Aber im Moment braucht meine Haut jetzt nicht irgendwie ganz abends eine super fettende Pflege. Also die würde ich mir jetzt, könnte ich mir auch gut vorstellen, weil hier ist kein, im Moment verwende ich eigentlich, ja außer heute, heute ist irgendwie Herbst, ist alles dunkel und grau und verregnet. Aber ansonsten trage ich eigentlich immer im Moment eine Tagespflege mit Sonnenschutzfaktor, ne? Mit Lichtschutzfaktor, um meine Haut zu schützen vor der Sonne. Hier ist jetzt kein Schutz drin. Deshalb werde ich die wahrscheinlich auch jetzt abends auftragen. Oh, und dann mit diesem schönen Rosenduft einschlafen. Doch. Ja, also ich meine, die ist natürlich jetzt nicht ganz so günstig. Sind 50 Milliliter. Zu lang gefeiert oder doch erste Fältchen? Fragezeichen steht hier. Naja, gefeiert habe ich jetzt nicht. Unsere Tagescreme mit natürlichem Q10, Rosenwasser sowie Hyaluron glättet deine Haut und mindert bei regelmäßiger Anwendung die Fältchen. Wegzaubern kann nichts, ne? Kann keine Creme. Und der Probiotikwirkstoff unterstützt den Erneuerungsprozess deiner Haut, die sich spürbar praller anfühlt und strahlt. Hört ihr den Vogel? Ich hab gerade mal das hintere Fenster jetzt hier in der Küche aufgemacht, weil mir so warm war. Und das ist da irgendwie so eine Krähe, die macht gerade Krach. Aber ich mag sie. Ja, genau. Schöne Sache bisher. Alle Teile top. Jetzt kommen noch die zwei. Also, ich glaube, wir nehmen erstmal den Dip Eyeliner. Ich habe jetzt zwei Pinsel mir, ich weiß nicht. Das ist von Zoeva, die 317. Das ist so ein Ringliner. Der ist so schön dünn und abgeschrägt. Und dann haben wir hier auch von Zoeva den Spotliner, die 310. Das ist jetzt hier so ein ganz, ganz kleiner Zwuckel. Ne? Ich probiere beides mal aus, denke ich. Huch! Ja, Dipliner. Einfach rein und versuchen. Ne?
Und versuchen, genau. Das ist bei mir ja immer so eine Sache. Jetzt weiß ich auch nicht, Kamera, nee, ich glaube, ihr seid im Bilde, ne? Oder noch näher. Na komm. Ich glaube, ich nehme jetzt erstmal den Wingliner von zur Eva. So, da gehen wir jetzt mal hier rein. Und ja, doch, der hinterlässt Spuren. Seht ihr das? Also ist so eine musige Konsistenz. Jetzt habe ich aber, glaube ich, schon zu viel am Pinsel, oder? Ja, ich habe versucht, überall was aufzunehmen mit der Fläche. Und versuche mich jetzt mal hier mit dem Spiegel. Oh, jetzt habe ich schon, okay, meine Haare hier eingefärbt. Nadine, auf die Haut damit. So. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Also die hätten von der Farbe her, hätten sie es ruhig dunkler machen können. Ich glaube, der kommt gut durch, wenn der, obwohl man sieht ihn, ja, man sieht ihn. Aber für meinen Geschmack noch ein bisschen dunkler. Es lässt sich doch gut auftragen. Ich glaube, ich habe schon fast zu viel am Pinsel. Hätte ich nicht gedacht, dass ich den so mit einmal in die Dose gehen. Okay, der Strich ist jetzt etwas, aber es geht, ne? Schaut mal. Wow. Also den Spotliner, ne. Schön. Irgendwie hat es, ich glaube, ich bleibe heute so. Das ist irgendwie so wie so ein Puder. Also der glänzt nicht. Das ist eher, finde ich, so vom Finish her, so matt Finish. Aber es ist eine schöne Mousse. Ich gehe jetzt nochmal rein. Mal gucken. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe erst geglaubt, dass das mit dem Pinsel nicht funktioniert. Oder dass die Konsistenz zu fest ist. Und naja, mal gucken. Der soll ja auch wasserfest sein. Das wäre natürlich ganz gut im Sommer. Ne, der lässt sich super auftragen mit dem Pinsel. Ich bin ja jetzt kein Profi, das wisst ihr. Kann ich mir auch am unteren Wimpernkranz gut vorstellen. Aber ihr seht ja, wie schnell das jetzt ging. Ich hoffe, ich war noch im Bilde. Ich mache den jetzt mal hier so ein bisschen sauber. Und da sieht man, da kommt noch ordentlich Produkt ab. Ich muss gleich eh heute oder morgen Pinsel waschen. Ja, aber ihr seht ja, ich war wenig drin. Also ich glaube, diese Dose, das reicht mir so ein paar Jahre, wenn er nicht vorher eintrocknet. Aber hier steht auch 6 Monate. Nach dem Öffnen ungefähr noch 6 Monate haltbar. Gut, aber das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass mich der von Rival Loves Me, da gab es noch eine andere Farbe, ich glaube ein Schwarz von diesen Dip Eyelinern. Was meint ihr? Ich komme noch mal näher. Natürlich, es sieht jetzt noch vielleicht komisch aus, aber ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt, ja, Mascara trage ich ja jetzt noch auf, Augenbrauen und fertig, vielleicht auf den Augen halt noch, mal gucken. Man kann das ja variieren. So, jetzt kommen wir hier zu der All Around Mascara. Die sieht klein aus, hat aber wohl, ich versuche mal über das Kameradisplay das eine Auge. So, ich gehe jetzt, rühre jetzt hier noch mal drin rum. Wie gesagt, die war sehr günstig. Moment. Und mach das jetzt mal so, wie ich es immer machen würde. Ja, ich habe hier ein bisschen eben, wie gesagt, mit dem Dip Eyeliner meine Augen, meine Wimpern. Ja, hier oben, das ist nicht schlimm, das können wir hinterher wegmachen. Ich biege die ja immer gerne so nach oben. Von der Größe her finde ich sie in Ordnung. Also ist nicht zu groß, finde ich. Und man kommt auch gut hier an den Ansatz, kann die hoch. Und durch Hin- und Herbewegungen kann man das doch ganz gut sehen, dass da Produkt... ich gehe noch mal rein. Hier vorne. Ja. Also ist jetzt nicht das wahnsinnige Volumen, aber gut. Es möchte ja auch nicht jeder so ein pralle... Wie ist das bei euch? Was ist euch wichtiger? Länge? Länge ist mir jetzt gar nicht so wichtig, weil je länger die Wimpern... Ich hatte ja mal vor etlichen Jahren so ein Wimpernserum ausprobiert. Da hatte ich schöne lange Wimpern, aber die stießen immer hier oben dran und dann hatte ich immer Flecken und das sah nicht schön aus. Also... Dann lieber normale Wimpern. Meine sind, glaube ich, normal lang. Aber ihr seht, schlecht ist das nicht, oder? Man sieht zumindest, dass ich was drauf habe.
Jetzt versuchen wir das Ganze mal unten rum. Da hatte ich letztens noch eine Mascara, die funktioniert oben super, aber unten war die zu groß. Da habe ich mich ins Auge gestochen mit und ich weiß nicht, jetzt war ich auch ein bisschen nah dran. Also ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich sie zum ersten Mal benutze, dass gar nicht so viel von der Bürste auf meine Wimpern landet. Aber das kann natürlich auch sein, da ich jetzt hier über Kameradisplay sehr vorsichtig bin, aber ich habe mich auch wieder angemalt, sehe ich. Aber untenrum so ein bisschen, ne? Ich kann jetzt oben nochmal, doch. Also für meine Ansprüche, die kleben nicht alle Härchen zusammen. Guckt mal, wenn ich jetzt nochmal drüber gehe. Doch, das gefällt mir. Und vor allem, man sieht einen Unterschied zum ungetuschten Auge. Also es ist schon wow. Also mir würde das als Tageslook so reichen. Jetzt habe ich hier gepatzt. Ich mache mal eben fix das andere Auge. Achso, ich kann ja mal auf den Dip Eyeliner gehen hier. Der scheint trocken zu sein. Also das finde ich auch gut, dass der Dip, ich kann euch ja ein bisschen mitnehmen hier, dass der Dip Eyeliner antrocknet, relativ schnell, ist natürlich auch vom Vorteil. Ne? Aber mir gefällt es. Doch. Ist vielleicht auch mal nicht verkehrt, dass er, ja, also ich habe ja eben geschimpft, dass er, also nicht geschimpft, aber für meine Verhältnisse hätte er ruhig ein bisschen dunkler sein können. Das ist jetzt so ein pastelliges, helles Lila, aber ist okay. Und auch einfach so auf nackigen Augen, so wie ich jetzt bin, ich bleibe heute auch so, ich muss heute nicht mehr weg, also ich schmink mich jetzt nicht mehr nach, ich lasse das einfach heute so. Ich werde jetzt gleich noch Wäsche machen, da muss ich meine Betten, wollte ich mal neu beziehen. Ist auch immer so ein Akt bei dem Wetter. Boah. So, aber die Mascara, also für das Geld, ich meine wirklich, na jetzt verschwinde ich wahrscheinlich. Ich meine keine 3 Euro und dafür, gut, die wird jetzt nicht wasserfest sein, brauche ich aber auch nicht. Wenn die an sich schon gut hält, reicht mir das. Wahnsinn. Also ich finde die Mascara, klar, es gibt bessere, aber so schlecht finde ich es jetzt nicht. Mir gefällt es. So, ups, ich werde gleich noch ein paar Stellen reinigen. Und der Dip Eyeliner fällt jetzt nicht so auf. Aber vielleicht, ich weiß nicht, wie es jetzt ist auf dem Lidschatten selber. Wenn man jetzt vielleicht eine dunklere Farbe auf den Augen hat und dann den helleren. Aber ich glaube, so wie ich es jetzt habe, auch für den unteren Wimpernkranz ist das vielleicht nicht verkehrt. Passt auch zu meinem Shirt heute. Ja, ihr Lieben, das war jetzt mal wieder ein schönes, längeres Video. Ich bin gespannt, wie der Nagellack hält. Aber wie gesagt, meine Nägel sind im Moment ramponiert. Die müssen sich jetzt erstmal erholen. Und ich habe mir halt einfach überlegt, ich weiß auch nicht, das kam so über mich mit der Farbe Lila, einfach mal, wenn ich jetzt mal wieder öfters in der Drogerie bin, dass ich euch mitnehme, nicht mit in die Drogerie, aber dass ich, wenn es mir in den Kopf kommt, nach Farben Ausschau halte. Ich mache das irgendwie total gerne, nach bestimmten Sachen, so einfach so kleine Challenges mir setze, und aber mit Abstrichen, nicht, dass ich unbedingt 10 Produkte von der Farbe kaufen muss, jetzt waren es glaube ich 7, ne? Einfach das, was mir so bei dem Einkauf ins Auge fällt, und was ich interessant finde und testen kann für euch. Ja, das hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ja, ihr Lieben, ihr könnt mir mal schreiben, was sind so eure... Würdet ihr euch von den Produkten, die ich euch jetzt gezeigt habe, würdet ihr euch da was kaufen? Würdet ihr sagen, ach ja, Nadine, der Nagellack hier, der ist wirklich schön. Ich könnte mir den auf den Fußnägeln auch schön vorstellen. Könnt mir ja mal schreiben. Oder die von Jean and Len, die... nach Rose duftende Tagescreme. Schreibt mir mal. Vielleicht hat der ein oder andere ja auch schon sich ein Produkt zugelegt und kann mir die Erfahrung, also kann uns jetzt hier die Erfahrung schreiben. Ich bin echt, ich hatte Angst vor dem Dip Eyeliner. Aber ich werde ihn mit Sicherheit des Öfteren noch tragen, weil ich ihn schön finde. Er ist nicht so, es ist mal eine Farbe, aber es ist nicht so eine krasse Farbe. Das ist nicht so unnatürlich. Das kann man im Alltag gut tragen, finde ich. Gerade bei grün-braunen Augen, wie ich sie habe, ist so eine Farbe immer schön. Gut,
Mir hat es Spaß gemacht, ihr Lieben. Ich hoffe, euch auch. Und ich hoffe wirklich, drückt mir die Daumen, dass ich jetzt wenigstens, ja, was heißt wenigstens, aber dass jetzt nicht wieder 2-3 Wochen Pause, das auf keinen Fall, dass ich wieder öfters für euch Videos habe. Vielleicht auch mal öfters einfach eine Maske oder ein Video im Stehen, hatte ich ja früher auch. Schnelles Video im Stehen, ich zeige euch meinen Einkauf oder irgendwas. Okay, ihr Lieben, mir werden bestimmt nicht die Ideen ausgehen. Ich werde immer mal wieder was neu, auch was anderes machen auf meinem Kanal. Jetzt bin ich schon seit 10 Jahren hier. Und ja, wenn das so weitergeht, dann sage ich erstmal auf die nächsten 10 Jahre mit euch. Ich hoffe, ihr bleibt bei mir. Und ich freue mich immer über Kommentare, über Bewertungen. Es gibt ja nicht mehr dieses... Also man kann, glaube ich, einen Daumen nach oben. Siehst du, das fällt mir jetzt ein. Das ist aber schon viel länger. Es gibt ja den Daumen rauf und runter. Aber früher hat man ja auch gesehen, wie viele Daumen runter. Das haben sie ja rausgenommen. Ist so, einerseits finde ich es gut, andererseits, ich weiß nicht, mir hat das jetzt nichts ausgemacht, dass ich sehe, wie viele mir einen Daumen runter geben. Man kann das Video ja auch also negativ bewerten, aber das sieht man nicht mehr. Und deshalb, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dran denkt und das Video natürlich, ja gut, wenn es nicht schön war für euch, dann müsst ihr natürlich anders bewerten, aber über positives Feedback, Daumen hoch, freue ich mich mega, mega und bedanke mich für eure Zeit. Und ich freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder einschalten würdet. Und bis dahin, bleibt mir gesund und bis hoffentlich ganz bald, eure Nadine.